Oh nein! In der Stadt ist ein Feuer ausgebrochen. Du siehst müde aus, Supertruck. Kannst du das Feuer bekämpfen? Dann lass es uns löschen. Supertruck, entferne die Mülltonne vom Feuer. Oh, was für ein Nieser. Oh nein, das Feuer breitet sich aus. Zeit zu transformieren. Super Feuerwehrauto wird das Feuer löschen. Du hast wohl großen Durst, Supertruck. Der Schlauch braucht mehr Energie. Gib alles, was du hast. Frank ist da, um Supertruck zu helfen. Da ist noch ein Feuer im Stadtzentrum. Supertruck wird sich darum kümmern. Frank wird ihm helfen, sobald er dieses Feuer gelöscht hat. Die Straßen sind aber heute voll. Benutze deine Sirene, damit die Autos Platz machen. Supertruck hat keine Kraft mehr. Sogar die Sirene ist aus. Pass auf! Was für ein Chaos! Bist du sicher, dass du das schaffst, Supertruck? Oh nein! Supertruck schießt mit Schleim! Mathilda! Supertruck ist krank! Er braucht etwas Ruhe! Supertruck möchte unbedingt den Tag retten! Du musst aufhören, Supertruck! Du wirst dich noch verletzen! Oh nein! Supertruck verursacht Chaos in der Stadt! Rettungsteam! Supertruck braucht Hilfe! Oh nein! Supertruck verliert das Bewusstsein. Willkommen im Krankenhaus, Supertruck. Amber wird sich um dich kümmern. Supertruck macht sich Sorgen um das Feuer im Stadtzentrum. Keine Sorge, Supertruck. Frank kümmert sich darum. Diese Medizin gibt dir deine Kraft zurück. Supertruck ist bereit, die Stadt zu retten. Amber muss aber noch ein paar Tests machen. Die Temperatur ist wieder normal. Supertruck hat sich komplett erholt. Supertruck muss Frank retten, bevor es zu spät ist. Zeit für den ST-3000. Der Superreaktor wird dich in Windeseile zur Stadt bringen. Super, deine Sirene funktioniert wieder. Halte durch, Frank. Hilfe ist unterwegs. Super Feuerwehrauto versprüht das Wasser mit voller Kraft. Mach nur weiter so, Supertruck. Hoffentlich geht es Frank gut. Da ist Frank. Lass uns schauen, ob es ihm gut geht. Amber möchte dich gerne untersuchen, Frank. Amber hat wohl recht. Guten Morgen, Lilly. Guten Morgen, Kinder. Tanzt ihr? Oh, ihr führt ein Musical auf. Was für ein Spaß. Hals und Beinbruch. Das ist nur ein altes Theatersprichwort. Es bedeutet viel Glück. Hallo, Massimo. Du hast die Kostüme dabei? Großartig. Warum ist der Karton leer? Oh nein. Lilly hat recht. Die Kostüme sind durch das Loch rausgefallen. Keine Sorge, Supertruck weiß sicher, was zu tun ist. Entschuldige, dass ich deine Inspektion der Stadtenergie unterbreche, Karl. Aber die Kinder müssen ihre Kostüme finden, bevor die Vorstellung anfängt. Kannst du helfen? Klasse, lass uns loslegen.
Die Show soll gleich anfangen. Was sollen wir tun, Supertruck? Gute Idee. Massimo, kannst du Supertruck den Weg zeigen, den du von der Werkstatt zum Park gefahren bist? Super. Jetzt brauchen wir nur noch ein Fahrzeug, das schnell die ganzen Kostüme aufheben kann, bevor die Show losgeht. Wow, ein Supersauger? Das ist perfekt. Okay, Leute, wir müssen uns beeilen. Los geht's. Hey, da ist dein Kostüm. Benutz deinen Schlauch. Warum funktioniert es nicht? Oh, du hast aus Versehen die Saugkraft umgekehrt. Ups, probier's gleich nochmal. Aha, na also, klasse. Da ist noch eins. Oh, und noch eins. Klasse gemacht. Oh, was ist los? Aha, kannst du es erreichen, Supertruck? Fast da. Du hast es. Da ist es, das letzte Kostüm. Okay, wir haben das letzte fehlende Kostüm. Aber wir müssen uns wirklich beeilen und zurück zum Park. Kommt schon. Keine Sorge, Supertruck und Massimo haben alle fehlenden Kostüme gefunden. Beeilung, Kinder, zieht euch schnell für die Show um. Ihr schaut alle super aus. Seid ihr bereit, das Musical aufzuführen? Ach du meine Güte, die Lautsprecher sind kaputt und die Musik will nicht angehen? Und die ganze Stadt ist schon hier, um die Show zu sehen. Supertruck, versuch es mit dem ST-3000. Genial, jetzt kannst du die Boxen benutzen, um die Musik abzuspielen, Supertruck. Scheint etwas leise zu sein. Keine Sorge, dreh es einfach auf. Perfekt, lass die Show beginnen. Wow, schaut, wie die Kinder tanzen. Ihr seid so talentiert. Massimo, du solltest auch da oben sein, so wie du tanzt. Gut gemacht, Supertruck. Du hast wirklich den Tag gerettet. Habt Spaß, Freunde. Hey, Jungs. Versteckt ihr Schokoladeneier für Ostern? Das ist nett. Die Kinder werden Spaß haben, wenn sie sie suchen. Oh, oh, Karl. Es gibt Probleme und jemand braucht deine Hilfe. Du fährst besser gleich heim. Walter hilft Carrie, Schokolade zu machen im Süßigkeitenladen. Aber leider fühlt er sich nicht gut. Es sieht nicht gut aus. Und Amber, der Krankenwagen, ist nicht da. Kannst du ihm irgendwie helfen, Karl? Gibt es vielleicht einen Weg, wie du Medizin liefern kannst und Walter helfen kannst, Karl? Super, los geht's. Oh nein, Supertruck. Sieht aus, als gibt es einen riesigen Verkehrsstau. Was ist da los? Was um Himmels Willen machen die da? Ach so, sie suchen nach Ostereiern. Deshalb schnüffeln sie darum. Aber jetzt, wo sie den Verkehrsstau verursacht haben, Supertruck, wie kommst du zu Walter? Du hast einen Plan, um dich zu verwandeln?
Supertruck, du bist ein Krankenwagen. Super Idee. Alle werden beiseite fahren, wenn du Licht und Sirene anhast. Aufgepasst, Fahrzeuge. Aus dem Weg, bitte. Super Krankenwagen hat einen Notfall, um den er sich kümmern muss. Oh, Walter, du siehst schrecklich aus. Aber keine Sorge. Supertruck ist hier, um zu helfen. Wie lange fühlst du dich schon krank, Walter? Was hast du heute gegessen? Aha, du hast Carrie geholfen, Schokoladeneier zu machen und hast den ganzen Tag Schokoladenproben genascht? Daran könnte es liegen, mein Freund. Hier, nimm die Medizin, um deinen Magen zu beruhigen. Du wirst dich gleich wieder wie neu fühlen. Klar, Walter. Zeig uns die Schokolade, bei der du heute geholfen hast. Das sieht lecker aus. Pass auf, Walter. Oh nein, die geschmolzene Schokolade ist ausgelaufen und auf der ganzen Straße. Das könnte gefährlich sein. Was ist das? Hört sich an, als würde jemand kommen. Das ist Jerry. Er fährt viel zu schnell. Wenn er über die Schokolade fährt, ist er außer Kontrolle. Yikes, Jerry kommt direkt auf euch zu. Supertruck, denkt dir was aus. Keine Sorge, Carrie und Walter. Supertruck und sein Luftkissen werden euch retten. Aufgepasst. Da kommt er. Du hast es geschafft, Supertruck. Du hast den Tag gerettet. Bitte schön, Jungs. Walter hat leckere Eisbecher gemacht, um zu feiern, dass niemand verletzt wurde. Jerry, Walter will wissen, ob du extra Schokoladensoße auf deinem Eisbecher willst. Danke für deine Hilfe, Supertruck. Frohe Ostern zusammen. Genießt es. Hey Jungs, was? Oh, ihr spielt Fangen. Hört sich an, als gäbe es Probleme. Das siehst du dir besser an. Was ist hier los? Sieht so aus, als hätte Ben so eine Art Bauernhof-Olympia aufgebaut. Aber nur Billy ist aufgetaucht, um anzutreten. Karl, warum trittst du nicht gegen Billy an? Leute, ST ist da für die Olympiade. Und es sieht so aus, als hättet ihr Publikum. Die erste Disziplin ist das Heuballenrennen. Fertig, los! Sieht aus, als bräuchtest du mehr Kraft. Ihr fangt noch mal an? Sehr fair von dir, Billy. Los! Als nächstes kommt der Heuballensprung. Wow! Du bist dran, Supertruck. Wow! ST, du gewinnst diesmal. Jetzt steht es unentschieden. Jeder von euch hat eine Disziplin gewonnen. Der Gewinner dieser Disziplin gewinnt Olympia. Wer den Heuballen am weitesten wirft, gewinnt. Okay? Wow! Billy, du bist dran. Oh
nein! Es fällt um! Supertruck, unternimm etwas! Sei vorsichtig, okay? Hast du es? Super! Oh no! Es fällt! Ihr habt es geschafft. Klasse Arbeit, Jungs. Das heißt wohl, Billy hat gewonnen. Stimmt, Billy. Supertruck sollte wohl lieber gegen die Kleinen hier antreten. Yay, es ist Muttertag. Backst du einen Kuchen für deine Mamas? Elsa hilft dir dabei, den Kuchen zu backen. Mach weiter, Barry. Jetzt drück den Knopf. Oh nein, der Mixer funktioniert nicht mehr. Verschenkst du Blumen zum Muttertag? Barry braucht deine Hilfe beim Diner. Konzentrier dich, Supertruck. Der Mixer funktioniert nicht, Supertruck. Wie soll Barry den Kuchen für seine Mutter backen? Du musst dich verwandeln, Supertruck. Wow, Greifarm-Truck wird als Mixerersatz funktionieren. Der Teig ist jetzt nach unten in den Ofen gewandert. Der Kuchen backt. Nein, Barry, der Kuchen ist noch nicht fertig. Nicht anfassen, es ist heiß. Oh nein, der Kuchen. Phew, das war knapp. Aber der Kuchen ist außer Form geraten. Beruhig dich, Barry. Barry muss fröhlich sein, damit er Muttertag feiern kann. Supertruck, benutzt den ST-3000. Der Liebesstrahl wird Barry wieder glücklich machen. Ja, es hat funktioniert. Supertruck hat eine magische Zutat für den Kuchen. Der Kuchen ist endlich fertig. Lecker. Gute Arbeit, Barry. Was ist die geheime Zutat? Oh, Liebe.
Fröhlichen Muttertag, Leute!